TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Let's go! Oh, Digga, jetzt halt einfach mal. Leute, und was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan und wir stehen hier gerade in Sinsheim vor der PreZero Arena. In weniger als einer Stunde ist Anpfiff und ich bin hier einmal mit unserem Captain Tobi am Start. Komm Tobi, komm, komm! Ja, Tobi! Stark, Tobi! Mit unserem Abräumer Michi Stümpel. Jetzt hungrig! Ja, Michael, deiner! Komm, Michael! Ja, Junge! Ja! Und mit unserem Bierkönig Erik. Jungs, wir brauchen für das Game eine Game Prediction. Was glaubt ihr, wie wird es heute ausgehen, Tobi? Ich sag 3-1. Wichtig ist schon mal Samstag 15:30, beste Spielzeit. Safe. Da wollen wir mehr. Da wollen wir mehr. Ein 3-1. Ja, 3-1. Ich bin nicht hergefahren, Erik, einen Punkt zu holen. Ich bin hergefahren, um 3 Punkte zu holen. Das heißt? Das wird ein ganz lockeres 2-0. 2-0. Michael? Wir gewinnen das 3-0. 3-0? Ja, machen wir. Seit 15 Spielen auswärts haben wir keinen Sieg mehr geholt. Ich glaube, heute wird es ein 1-0, Freunde. In dem Sinne, wir fragen mal ein paar andere, was die hier so glauben. Wie wird das Spiel ausgehen? Ein Ergebnis? 2-1 zu Frankfurt. Und bei Ihnen auch? Schließe mich an. Sehr gut. Perfekt, richtig und wichtig. Wir müssen auch mal die Hoffenheimer hier fragen. Was glaubt ihr, wie wird das heutige Spiel ausgehen? Natürlich, Hoffenheim wird gewinnen. Oder? Hoffenheim wird gewinnen? Aber ein junger Mann, natürlich. Und wie viel? Mit 2-0 sind wir zufrieden heute. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Glück. Ich werde Sie enttäuschen, glaube ich, hier. Wird nicht klappen. Ich kann ganz kurz fragen, was glaubt ihr, wie wird das heutige Spiel ausgehen? Also ich sage da ganz klar 2-1 für Hoffenheim. 2-1 für Hoffenheim? Persönlich. Ja, unentschieden. Unentschieden? 1-1. 1-1? 1-1. Ich habe 1-0 für die Frankfurter getippt. Das ist sehr gut. Okay. Viel Erfolg. Ciao. 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 Ja. Was glaubt ihr, wie das heutige Spiel ausgehen wird? Das ist eigentlich relativ einfach. Einfach? Ich schätze 3-1. 3-1 zu uns? Ja. Yeah. Safe. Klar, safe. Natürlich. Ich habe 1-0 geschätzt. Die anderen Kollegen, was glaubt ihr, wie wird das heutige Spiel ausgehen, Jungs? Ich gucke mal, ein Ergebnis, das ist der Sieg. Der Sieg, wie hoch? Ja, ist egal, ich habe den Sieg. Kein Ergebnis also. Nein. Was glaubst du? Sonntag. 3-1? Ich habe auch 1-0 getippt. Was 1, glaubst 3, du? 1-0. Also 0-1, oder? 0-1. 0-1. Aber das ist ein Heimspiel, deswegen 1-0, kann man auch sagen. Okay, Jungs. Dankeschön. We are entering the stadium, friends. In 20 Minuten ist hier Anpfiff, Freunde. Wir sitzen hier leider bei den Hoffenheimern. Unsere Kurve ist hier vertreten. Let's go. Wir sind jetzt hier im Stadion und die Aufstellungen wurden gedroppt. So wichtig, Mamouche und Chaibi. Ich glaube, die Jungs, auf die kommt es heute an, auf deren Qualität und Technik. Und ja, Freunde, es ist ein bisschen komisch, hier direkt vor Hoffenheimern zu sitzen. Aber ich sehe hier unsere Kurve, kann man auch wunderbar erkennen. Die Mannschaften laufen hier allen auf dem Rasen betreten. Jetzt geht es hier gleich los, Leute. Diese 3 Punkte sind so wichtig. Ihr seht, ihr gerade die Tabelle eingeblendet. Wir brauchen den Sieg. Und so, Leute, das Spiel kann beginnen. Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Forza SG, let's go. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Hey, bist du ja? Ja, 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 ist gut. Tor, Tor. No! Oh mein Gott. Wie kann man dieses Ding nicht reinmachen? Wer war das? Mamouches? Alle, Bruder. Hey Leute, ich hab gerade nicht gefilmt. Es war ein Konter nach der Ecke. 1-0 für Hoffenheim. Das kann nicht sein. Der muss doch hingehen. Bruder, ich bin gerade sprachlos. Ich bin gerade sprachlos. Stell den Körper rein. Stell den Körper. Ich bin gerade sprachlos. Sorry Leute. So Freunde, es steht 1-0 für Hoffenheim. Das kann nicht wahr sein. Nach Flanke von Baumann nach der Ecke auf Bayer. Der ist einfach am Buter vorbeigerannt, der hinten absichern sollte. Der hat sich einfach überrennen lassen. Ja, und Bayer lupft dann einfach über unseren Torwart heute, Jens Kral. Und so steht es in der dritten Minute 1-0. Ich bin etwas perplex, Freunde. Wow. Also Leute, wir haben gerade analysiert.
unser Aufbauspiel hinten funktioniert noch nicht so. Und hinten, vor allem wenn wir hinten drin stehen und der Gegner den Ball hat, Hoffenheim macht gerade, was sie wollen mit uns. Wir haben jetzt 10 Minuten gespielt. Leck das Ding, Digga. Hoffenheim presst so hoch. Man muss so schnell. Geil! 11 Minuten gespielt, Freunde! 1-1! Überragend! Wow! Leute! Geil! Ey, aber wer hat den Pass gespielt? Hugo Larsen. Hugo Larsen? Ich glaube, Hugo Larsen war es. Wir müssen uns nochmal angucken, Leute, im Replay, aber. Geil! Bitte, ich muss korrigieren, es war nicht Larsen, es war Kral. Ich küsse dein Herz. Jens, bester Mann der Firma. Oh, komm, Trainee. Komm, Trainee. Boah, schade, war schön gemacht, Digga. Schön, 15 Minuten gespielt, Freunde. Geiles Spiel bisher. Oh mein Gott, Koch, so ein wichtiges Tackle. Nach filtrierendem Pass von Bayer. Wow, überragend, Koch. Larsson auf Tuta, überragend. Überragend. Tuta auf Tuta. Auf Tuta. Auf Tuta wieder. Komm, Jamie, geh mal eine geile Flanke rein. Kombination, okay, bringt ihr was? Kombination, bitte nicht dabei von den Jungs. Guter. Auf Jamie, jetzt gezaubert. Ja! Überrang! Ja! Ja! 2-1, Digga! Ja! Überrang! Oh mein Gott, Leute, wie geil war das mit dem Spiel? Danke, Sierke! Ey! Egal, lebt noch der Ball. Danke, rein. Ey, Leute. Was sind das für erste 25 Minuten für ein Spiel? Wir haben uns in das Spiel reingekämpft. Wir haben am Anfang einen Fehler gemacht und direkt reagiert. Jetzt in den Führer. Wow, Chance von Hoffenheim, Leute. Wow. Abgesehen von dem Tor hat Hoffenheim uns keine Chance mehr. 26 Minuten gespielt. Jungs, nein, kein Schuss. Wow, stark, Jens. Bester Mann, Jens. Ich küsse dein Herz, Bruder. Überragende Parade. Vielen Dank, Jens. Wichtig. Auf Hansmann. Oh, schade, Leute. Ey, hier passieren wirklich Chancen. Wir haben uns so geil in dieses Spiel einfach reingeackert und gekämpft. Die Fans, die Kurve ist so am Start. Alieske, Alieske. Alieske! Aber wir lassen zu viele Lücken, die können zu schnell in den Raum nach vorne reinspielen. Guck mal hier, wie der ablegt und dann frei vom Tor steht. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Leute, ich hab's gerade gesagt, es kann nicht sein, dass Hoffenheim so viele Lücken vorne hat, einfach für viele Pässe zu spielen. Das geht gar nicht. Wir dürfen uns halt nicht zu weit fallen lassen. Wir müssen immer vor dem 16er bleiben. Ja, unser Ball. Danke, toller Pass. Ey, Schiri, Digga. Der wurde weggehauen. So Leute, es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Wow, ich sag gerettet, Tuta. Ja, dann haben wir gleich Halbzeit, Freunde. Geiler Ball gewinnen. Komm, Skiri, das ist ja nicht egal, aber gut gemacht. Ja! 3-1 in der Nachspielzeit. Oh mein Gott, Leute. Ich hab niemals... Der noch rüber, weil ja! Was macht der denn? Was macht der? Hau ihn doch rein! 3-mal hin und her gepasst und 6-mal geschossen. 3-1. Ja! Ich kann beruhigt in die Pause gehen, Leute. Ja, Alieske, ja, Alieske.
Skill. Leute, wirklich der perfekte Zeitpunkt, um dieses 3 zu 1 zu schießen. Geil, einfach geil, Leute. Das macht so Spaß hier. So Leute, jetzt geht's ab in die Kabine und wir geben uns in die Halbzeitanalyse. Freunde, wir sind jetzt hier draußen. Es ist Halbzeit und diese Halbzeitanalyse wird gesponsert von Thomas Philips aus Wetzlar. Spottet den mal ab. Was verkauft ihr? Alles, mich wahnsinnig. Okay, Freunde, jetzt gehen wir rein in die Halbzeitanalyse. Michael, wir haben, als die Entscheidung kam, in der 3. Minute das Tor kassiert. Ich schwöre, es war für mich ein Albtraum. Ich dachte mir, vorbei, Digga, was machen wir hier eigentlich? Vor allem auch bei den Hoffenheim-Fans. Aber dann haben wir es einfach geschafft, dieses Spiel zu drehen, direkt eine Message zu senden, ein 1-1 in der 9. Minute. Und ja, Freunde, jetzt steht es hier 3-1. Michi, wie fandest du die erste Halbzeit? Kopfsache, einfach nur Kopfsache. Einfach Kopfsache. Wir sind dran geblieben, ja, haben unser Spiel gespielt und dann auch die Tore verdient safe, gemacht. Safe, ja. safe, safe. Und so gewinnen wir das Spiel auch heute. Wir haben die Chancen genutzt. Ja. Wir hätten noch ein, zwei Chancen mehr nutzen können. Ich finde, Hoffenheim hat mehr Ballbesitz. Und wir haben einfach nur aus dem Konter heraus, aus dem Ballverlust heraus, diese Chancen genutzt und versucht mit voller Power alles, was geht, nach vorne zu spielen. Ja. Die Dreierkette steht stramm. Wenn Hoffenheim Druck auf uns ausübt und den Ball hat, stehen wir in der Fünferkette und versuchen, dieses Ding so zuzumauern. Und Jens Kral, geiler Ass zum 1-0. Überragend. Wir haben hier so ein paar Hoffenheimer gefunden, Jungs. Wie fand ihr als Hoffenheim-Fans so die erste Halbzeit? Scheiße. Habt ihr keinen Bock mehr, die zweite Hälfte zu schauen, oder geht noch? Nee? Jungs, es ist Sport, Digga. In der zweiten Halbzeit ist noch viel drin. Ich hoffe zwar, dass die Eintracht gewinnt, aber ihr müsst trotzdem vor euer Team ackern. So, Freunde, die zweite Halbzeit hat gerade eben hier gestartet. Ja, ja, komm, Hugo. Boah, filtrierender Pass ins Nix, doch. Gefährlich. Stark. Nur den Ball gespielt. Der simuliert doch nur. Stark. Geiler Ball. Oh mein Gott. Warte, chill. Komm, Jaibi. Gelbe Karte. Schiri, Alter. Hey, Digga. Willst du jetzt ein Trikot mitnehmen? Mach ein paar Trikot nach Spiel, aber nicht jetzt, Digga. Auf Nummer 11. Nein! Stark. Ruhig, Achtung. Nein, Skiri, dieser Fehler darf dir nicht passieren. Dieser Fehler darf dir nicht passieren. Fälscher Preis. Stark, Jens. Gefährlich. Spannend, lass mich spannend. Jens, ja, stabil, Jens. Wir haben noch 6 Minuten in der regulären Spielzeit, Freunde. Aber starker Mann. Nein, mach's doch nicht spannend. Michael hier mit den Hoffenheimern am Talken. Stark, so viel Platz, Jens Peter. Zauber mal was, Fetzer. Beweis dich, Junge, im 1 gegen 1. Gutes Ding. Ein Gang kam, leg ab und Schuss. Noch ein abgelegt, egal, ist gut. Ja! Geile Aktion, Leute. Ich dachte, es wäre Tor. Schuss dafür, 3-0 gegen Union. Heiliger Petrus, was ist da los, Digga? Freiburg für 2-1 gegen VfL Bochum. Okay, hätte ich damit gerechnet. Leverkusen auch überragend, 2-1. Leipzig, ja, klatscht Darmstadt weg. Schwab. 19 Minuten, Freunde. Das Spiel sollte aber gleich vorbei sein. Zweite Halbzeit, da stand einfach nur ihr Spiel gemacht. Nichts anbrennen lassen. Und jetzt sind wir auf 4 Minuten Nachspielzeit weiter. Das Spiel ist vorbei. Ich bin jetzt abgerufen. Sieg für die Eintracht in Sinsheim. 3-1. Vor der SG, Leute. Let's go. Das Spiel ist vorbei. 3-1. Sieg für die SGE. Und Tobi, wie war es für euch auf Frankfurter Seite? Es war überragend. Es hat so Spaß gemacht. Ohne Spaß. Alles 15:30 Samstag. Das ist die Uhrzeit. Ja, wo es mal wieder Zeit wurde, nach 14 Auswärtsspielen mal wieder 3 Punkte zu holen. Ja, und wen wolltest du grüßen nochmal aus dem Video? Maschine. Wie heißt der nochmal? Mirko? Mirko. Maschine. Geil. Okay, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns schon morgen im nächsten Vlog, im Kreisliga-Vlog. Freunde, was soll ich sagen? Kreisliga. Tobias, unser Abwehrchef, Digga. Räumt ab. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen.